Den kleinen Jungs, die bei mir immer in den Kommentaren haten, sei es fehlerhafte Ausbildung oder mich beleidigen oder denken, die haben mich mit irgendeinem Satz getroffen, aber im Endeffekt nur ein Eigentor gemacht. Ihr seid peinlich und ihr seid einfach kleine Sibbis. Ein richtiger Mann hat nicht mal die Zeit dafür und würde niemals auf euer Niveau runtergehen. Also, was ich euch empfehlen kann, werd Mann, du Hund. Okay, auf gar keinen Fall, wer ist der bitte? Der hat nicht mal meinen Arsch verdient. Die chillt nur im Raucherbereich. Ich chill nur im Raucherbereich und das war's gewesen. Okay, habt ihr Bock auf Match? Komm. Komm. Ja? Aber wir spielen mit Bestrafung, habt ihr Bock? Ja, komm. Aber welche, warte, bevor du Match startest. Du hast schon gestartet? Welche Bestrafung? Aber mit, gegen wen spiele ich jetzt? Spiele ich jetzt gegen dich oder gegen euch zwei? Gegen uns beide. Ich will aber gegen ihn spielen. Aber er hat keine Zeit. Der schneidet. Warum willst du gegen mich spielen? Lustiger. Weil ich Team Lejanko bin. Ja. Ja, aber die beiden sind auch Team Lejanko. Ja, aber ich will ja, dass du diese Bestrafung machst, weißt du? Was geht ab, Leute? Lejanko hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, wahrscheinlich haben die meisten das schon mitbekommen, oder? Shelly hat auf jeden Fall eine Ansage in unsere Richtung geschossen und wir werden das auf jeden Fall mal ein bisschen korrigieren. Was dort abging, werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Videos sehen. Es wird sehr, sehr witzig und sehr, sehr ernst. Und nachher wusstet ihr auf jeden Fall, dass Shelly nicht nur bei dem einen Rapper im Musikvideo mitgemacht hat, sondern auch bei einem deutschen bekannten Rapper, den ich sogar sehr feier und schätze, Digga. An dieser Stelle Free Karat, ne? Ich hoffe, dem geht's gut. Bleibt einfach von Anfang bis zum Ende am Start. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, lasst jetzt unbedingt ein Abo da, schaltet die Glocke ein. Sehr, sehr wichtig. Besorgt euch Cheeps, Meeps, Deeps, Popcorn, nehmt euch zurück und genießt einfach nur dieses Video. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Ich weiß zwar nicht, wie ihr zu diesem Thema steht, aber ich finde, Männer sind schuld, warum eine Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht funktioniert. Ja, hallo, tamama, Männerkolben. Wir Männer sind an allem schuld. Egal, was passiert, wir Männer sind schuld, Männerkolben. Was passiert hier, Lan? Egal, was passiert, Männerkolben, ihr Fingernägel wächst krumm. Die Männer sind schuld. Männerkolben, ja, Durchfall, Männer sind schuld. Aber lasst uns doch mal in Ruhe, Männerkolben, ja. Walla, lasst uns doch einfach in Ruhe. Was ist los mit dir? Ihre Mutter kriegt Arschhaare, wir sind schuld, Männerkolben. Ich finde, wir Frauen können männliche Freunde haben, ohne mehr zu wollen, aber die Typen sind ja immer notgeil und wollen dann mehr. Ja, wir Typen sind ja immer notgeil und wollen immer mehr. Immer die Typen, immer die Männer, Alter. Heftig, Alter, stark. Nein, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr peinlich und sehr, sehr traurig, vor allem für dein Alter und auch, dass du jeden Mann unter einen Kamm scherst, Digga. Ja, nee, was können die Männer dafür? Was können alle Männer dafür? Natürlich, es gibt Männer, die vielleicht euch scheiße behandeln oder dich scheiße behandelt haben. So wie du dich benimmst, kein Wunder? Werd Mann, du Hund. Ja, leck, werd Mann, du Hund. Voila. Aber nein, alle Männer, behandelt eure Frauen, und wenn ich hier sage Frauen, dann meine ich auch Frauen, Frauen, nicht eine Shelly, ne? Behandelt Frauen sehr, sehr gut, so, ne? Und das geht auch an die Frauen, behandelt die Männer, die auch wirklich gut sind, gut. Ich verstehe nicht, warum diese Frau sage ich auch noch zu der, einfach jeden Mann mit in den Dreck zieht, Männerkolben. Ja, nee, es gibt doch noch, natürlich gibt es Männer, die es ernst meinen mit Frauen. Dein Video hat genauso viel Sinn wie deine Ausbildung, also keinen Sinn. Sie kennen bitte nicht. Zone. Like, what the fuck, wir sind Freunde, was versuchst du da? Und bis jetzt hatte ich immer diesen Fall, dass immer, wenn ich eine Freundschaft hatte mit einem Mann, dass der immer mehr wollte. Und das ist so fucking traurig, ehrlich. Warum seid ihr immer so notgeil? Das wäre so viel einfacher, wenn ihr nicht so notgeil wärt und wenn ihr das einfach auf einer Freundschaftsebene seht. Aber naja, ist ja nichts Neues bei Männern. Ja, es ist nichts Neues bei Männern. Du redest davon, dass wir notgeil sind, also dass alle Männer notgeil sind. Du hast ein Video gedreht, wo du erzählt hast, dass Männer deine Hunde sind. Und du sie nur anrufst, wenn du Druck hast. Das hast du gesagt. Ich bin ein Hund, wenn du das nicht gesagt hast. Ja, das passt von vorne und hinten nicht. Gestern macht die so ein Video, heute macht sie so ein Video. Ja, was denn jetzt? Stell dir jetzt mal Hand aufs Herz so. Machst du das extra, um uns zu provozieren? Suchst du eigentlich überhaupt einen richtigen Mann, der dich wertschätzt? Ich gebe dir einen Tipp, wenn du einen richtigen Mann kennenlernen möchtest, dann werd endlich eine richtige Frau, okay? Denn so wie du dich benimmst, bekommst du auch nur Männer ab, die dich genauso behandeln. Weißt du, was ich meine? Du wirst nie im Leben einen Mann kennenlernen, der dich wie eine Prinzessin behandelt, wenn du weiterhin so drauf bist. Ich glaube, manche verstehen nicht, was feiern gehen heißt. Die Typen denken sich direkt, wenn man sagt, ja, ich gehe feiern, dass man sich da irgendwelche Männer klärt, dass man da irgendeine Orgie macht oder was weiß ich was. Digga, ich gehe feiern, um Spaß zu haben, um mit Chayas gottlos unseren fetten Götten VIP zu shaken, einen geilen Abend zu haben. Das heißt nicht direkt, dass ich mir irgendwelche Männer klar machen gehe oder was weiß ich was. Ja!
Barack machst du? Ja, du gehst nur dahin, um dein Gött zu shaken. Ja, die geht feiern nur, damit ihr Gött shaken kann, um Spaß zu haben. Warum bist du denn in dem VIP, wo die ganzen Rapper unterwegs sind? Erzähl mal, warum? Blaubeer. Ja, ich liebe Blaubeer. Ja. Wieso gehst du dann mit irgendwelchen Rappern ins Hotel? Erzähl mal. Also, das hast du alles in deinen vorherigen TikTok-Videos erzählt. Ich finde, feiern gehen, diesen Begriff, macht ihr so dreckig, obwohl das gar nicht dreckig ist? Nein, voll sauber, Alter. Hey, voll sauber. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn Frauen oder Männer feiern gehen. Macht, was ihr wollt. Das ist euer Leben. Natürlich, macht, was ihr wollt so. Ich verurteile auch niemanden. Aber hör auf, so zu sprechen. Vor allem, Shelly, du darfst gar nichts sagen. Du darfst wirklich gar nichts sagen. Du hast diesen Begriff dreckig gemacht. Lana, Amanach, Koim, du hast die Clubs in ganz Düsseldorf dreckig gemacht. Du mit deinen TikTok-Videos. Amanach, die geht lieber in den Club, anstatt ihre Oma zu besuchen. Ich schwör auf alles sogar. Club, Göttshaken, VIP. Wichtiger als deine Oma, ne? Ja, Mann, auf jeden Fall. Man geht einfach tanzen und hat Spaß. Guck mal, ich glaub's bei jeder anderen Frau, ne? Aber bei dir kann man das nicht glauben. Was du für Videos schon gedreht hast und wieso du in den Club gehst, hast ja die ganze Zeit schon Videos drüber gemacht und hast dort erzählt, was dein Ziel ist, gegen einen Mann abzuschleppen. Du redest ja davon, dass die Männer deine Hunde sind, ne? Ach, die ist sowas vom Bluff, die weißt du selber nicht, was sie labert, Bruder. Ich weiß nicht, die zieht bestimmt auch, Alter. Vor allem die Männer. Ihr geht selber fucking feiern. Besorgt euch VIP, holt euch 1000 Flaschen und wollt, dass so voll viele Chayas auf eurem Tisch tanzen und Stimmung machen. Warte mal, ich dachte, das ist voll die Piep, wenn sie feiern geht. Aber selber wollt ihr, dass wir an eurem Tisch tanzen und ruft uns auch noch? Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre... Ne? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Am Tisch tanzen und ruft uns auch noch? Junge, wer ruft dich? Wer ruft dich ins VIP? Wer ruft dich freiwillig ins VIP? Und guck mal, die zieht jetzt hier jeden Mann wieder mit rein. Du kannst doch nicht jeden Einzelnen so dreckig machen, ja? Wo ist die Logik, Baby? Wo ist die Logik? An meine Chayas da draußen, shaket euren fetten Gött. Egal ob im VIP, egal ob irgendwo anders, shaket, solange ihr könnt. Shaket, so gut wie es könnt. Ob du Moslem bist oder ob du Christ bist, ob du Hindu bist oder ob du ein Hundesohn bist, ist vollkommen egal. Nimmt auseinander. That's it. That's it. That's it. That's it. Amanakoim, die sieht aus wie Schrecks Frau und redet, ja, that's it. Sick, der geht bitte, ja. Boah, Wallah, ich kann dieses Gesicht nicht mehr sehen, ich schwör bei Gott, der Abonnelan. Eine reicht. Gülo hat dir jetzt eine Tür geöffnet, ne? In dieser TikTok-Streamer-Welt. Sie hat jetzt einfach TikTok zu ihrem Hauptberuf gemacht, ha? Gülo, ich will nicht wissen, wie lange eure Freundschaft hält, ja? Habt einfach einen geilen Abend. Versteht euch einfach alle gut. Tanzt alle miteinander. Habt geile Stimmung, anstatt so ein fucking Shit zu machen. Man lebt nur einmal, Oh mein Gott, hat sie nicht gemacht. Oh mein Gott, hat sie nicht gemacht. Man lebt einmal. Halt doch einfach deine Schnauze. Aber ich traue mich nicht zu tanzen. Laba, was macht ihr denn? Einfach rumstehen? Ich schwöre, ich beobachte. Bockt. Die chillt nur im Raucherbereich. Ich chill nur im Raucherbereich und das war's gewesen. Okay, habt ihr Bock auf Match? Komm. Ja? Aber wir spielen mit Bestrafung. Habt ihr Bock? Ja, komm. Aber welche, warte, bevor du Match startest. Du hast schon gestartet? Welche Bestrafung? Aber mit, gegen wen spiele ich jetzt? Spiele ich jetzt gegen dich oder gegen euch zwei? Gegen uns beide. Ich will aber gegen ihn spielen. Aber er hat keine Zeit. Der schneidet. Warum willst du gegen mich spielen? Lustiger. Weil ich Team Lejanko bin. Ja. Ja, aber die beiden auch Team Lejanko. Ja, aber ich will ja, dass du diese Bestrafung machst, weißt du? Ja! Shelly, was los? Du wolltest nicht, dass man meinen Namen in deinen Streams erwähnt, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall passiert. Egal, was deine Moderatoren machen. Schaffen es nicht. Boah, die Leute werden dich immer damit provozieren. Und das ist auch gut so. Natürlich, alles ist nur Spaß, alles ist nur Humor, ne? Wir machen nur Spaß hier, ne? Wir lieben uns alle. An diese zwei Frauen von Pumpe Monkey, ich küsse eure Augen. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Aber jetzt guck mal, was für ein Hass ihr auf Pumpe Monkey habt. Gebt euch. Ja, aber ich wir bin, machen ich, welche Bestrafung? Ich bin Businessman. Ich oder sag erstmal an, welche denn? Habt ihr erstmal, wollt ihr irgendwas mir erstmal sagen, welche Bestrafung ich machen soll? Boah, achtet mal auf ihr Gesicht. Ich schwöre auf alles. Einfach, ihre Stimmung ist down. So, ihre Laune ist down. Wo die meinen Namen gehört hat, ihre Laune ist einfach down. Restman, weil sie weiß, ich habe alles in der Hand. Bleibt einfach bis zum Ende am Start, Mann. Ja, die muss auf ihre Stirn Lejanko schreiben. Ja, Mann. Geil. Okay, dann macht ihr, also Pumpkin Monkey macht dann ein Video auf TikTok und postet das dann und sagt, ich shake meinen fetten Gött im VIP. Shelly, komm bitte mit. Weil ihr beide macht ja, das so. Wir müssen das dann. Bestrafung machen. Er macht es ja nicht. Aber wir markieren ihn auch. Ja, aber ich will das ja auch von seinem Account, wisst ihr? Okay, wir machen es von seinem Account und markieren. Und mit seinem Gesicht. Also ja. Von uns.
Ich will aber sein Gesicht. Boah, was für ein Hass die hat gegen Fatih. Fatih, ich küsse dein Herz. Du hast alles richtig gemacht in diesem Stream. Ich küsse sein Herz. Shelly, was los? Och, hol du am Nackoy. Na, hol du lang? Ich schmerz zu lachen. Was ist passiert? Was los? Shelly, hast du gemerkt? Kommst nicht mehr weit damit, ne? Die weiß ganz genau, was ich meine. Es wird eklig. Sein Gesicht? Ja, aber ich spiel doch gar nicht. Hey, aber du spielst doch gar nicht mit dem. Fatih kann ja das, ein... das ist dann Kacke. Weiter eigentlich. Okay. Auch. Okay, man sieht mich auch im Hintergrund. T-Switch in. Oder? Leute, was sagt ihr? Junge, denkst du wirklich, irgendjemand interessiert sich um dich? Mach einfach deine Bestrafung und fertig. Mach dein Match, fertig. Man kann dich davon eh nicht mehr abhalten, so einfach ekelhaft. Aber egal, wenigstens klaust du kein Handys mehr. Denkt ihr wirklich, ein richtiger Mann würde einen Hate-Kommentar schreiben? Denkst du wirklich, eine richtige Frau würde TikTok machen? Boah, jetzt habe ich mir sehr, sehr viele Feinde gemacht, ne? Natürlich ist nicht jede Frau damit gemeint. Es gibt natürlich noch Frauen da draußen, die TikTok machen und anständigen Content bringen. Die meine ich nicht. Ich schwöre bei Gott, die meine ich nicht. Aber wenn ich da sehe, eine Gülo, eine Sarah Sarita, die ihre Community von Anfang bis Ende einfach nur abziehen, die nur live kommen, nicht mal Content bringen, die einfach nur live kommen, um Geld zu verdienen, um zu betteln, damit die sich, keine Ahnung, davon eine neue Louis-Brille kaufen können. Meinen Augen, Müll. Bevor du über Männer reden möchtest, Shelly, werd erstmal eine richtige Frau. Denkt ihr wirklich, ich nehme diese kleinen Typen in meinen Kommentaren ernst? Ein richtiger Mann würde sich nicht mal die Zeit nehmen, irgendein Video zu kommentieren oder irgendeinen Hate-Kommentar abzulassen. Daran merkt man einfach, was richtige Männer sind und was kleine Typen sind, die Ego-Probleme haben und richtig krass gekränkt sind von mir, von einer selbstbewussten Frau. Ich schwöre auf meine Omas Brille, du bist keine selbstbewusste Frau. Im Hintergrund schickst du irgendwelche Manager vor, ja? Lan, du bist mit deinem Vater weinend vor irgendwelche Türen gegangen, Haustüren gegangen von Familien und hast gebettelt, dass Kanye wie nichts gegen dich machen soll. Weißt du, was ich meine? Kanye, was für selbstbewusst? Wo bist du selbstbewusst? So, dein wahres Gesicht ist so oder so schon im Netz, so. Weißt du, was ich meine? Brauchen wir gar nicht mehr drüber zu sprechen. Was heißt wahres Gesicht? Du hast einfach mehrere Gesichter. Du machst auf selbstbewusst und so weiter, aber das bist du nicht. Du machst das alles nur, um zu polarisieren, damit du deine Zuschauer bekommst. Und dadurch Fame wirst. So, du denkst wirklich jetzt, du bist Fame. Du denkst wirklich jetzt, du bist beliebt. Ich sag euch das noch einmal. Du bist vielleicht bekannt, aber du bist nicht beliebt. Das sind Unterschiede. Und dann diese kleinen Jungs, die bei mir immer in den Kommentaren haten, sei es fehlerhafte Ausbildung oder mich beleidigen oder denken, die haben mich mit irgendeinem Satz getroffen, aber im Endeffekt nur ein Eigentor gemacht. Ihr seid peinlich und ihr seid einfach kleine Sibbis. Haram! Was? Kleine Sibbis? Ja, Mann, ey, habt ihr gehört? Wir sind alle kleine Sibbis. Ja, Mann, Sibbis. Stark, Alter. Kleine Sibbis. Ein richtiger Mann hat nicht mal die Zeit dafür und würde niemals auf euer Niveau runtergehen. Also, was ich euch empfehlen kann, werd Mann, du Hund. Oh, das tut so weh, Digga. Das tut so weh, wenn man sich ihre Videos anschaut. Ich schwöre auf alles, in mir passiert gerade was, Bruder. In mir, Bruder, das Böse kommt gerade raus. Töbe, Staffurullah. Wie kann man bitte so sein, ja? Die sagt zu Männer, werd Mann, du Hund. Ja, nee, du bist eine Frau. Ja, nee, du bist eine anständige Frau. Du bist eine richtige Frau. Keiner nimmt dich ernst und kein Mann auf dieser Welt, also richtiger Mann, auf dieser Welt nimmt dich ernst. Du bist wirklich verloren. Du tust mir auch irgendwo leid. Weil das, was du jetzt gemacht hast, du wirst das ein Leben lang bereuen. 100%. Ach ja, habt ihr gesehen, Gülo hat wieder Nase gezogen, ne? Zieht sie sich da Salz im Livestream an, Manakrim. Also mit Nase ziehen kennt sie sich auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, ne? Traurig auf jeden Fall. Jetzt mal Hand aufs Herz, wir haben auch die ganze Zeit hier unsere Späße gemacht, aber irgendwann ist auch mal gut. So, das ist schon mittlerweile das zweite Mal, dass Gülo sich irgendwas durch die Nase zieht. Stellt euch mal vor, die jüngeren Kids schauen sich diese Videos an oder diese Livestreams an auf TikTok und hinterfragen die ganze Zeit, was das ist, ja, nee, was sie da macht und kommen dann in Kontakt mit so einem Scheiß. Wisst ihr, wie ich meine? So, im Endeffekt, Leute, ich meine das wirklich nur gut. So, meine Community und ich, meine Matrosen und ich, wir sind verwandt, Mann. Weißt du, was ich meine? Ich sehe euch nicht irgendwie als einfach nur irgendwelche Zuschauer. Ich schon mittlerweile als Familie, wisst ihr, wie ich meine so? Und ich möchte nicht, dass irgendeiner von unseren jüngeren Geschwister was passiert. Stellt euch mal vor, wegen einer Gülo oder wegen einer Shelly oder was auch immer, passiert irgendwann mal was. Deswegen sage ich euch, passt auf eure jüngeren Geschwister auf, passt auf eure Kinder auf, was sie da sich anschauen auf TikTok. Ich meine das wirklich im Endeffekt nur gut. Und auch jetzt an die jungen Zuschauer da draußen, fragt gar nicht, was sie da machen. Das ist nichts Cooles, das ist nichts Besonderes, das ist einfach nur Müll, was sie da machen. Diese TikToker haben auf jeden Fall Erfahrung mit diesen Sachen, deswegen, keine Ahnung, haben die auch, glaube ich, keinen Charme davor, es irgendwie in der Öffentlichkeit zu machen. Lass die Finger von so ein Scheiß, Wallah, mit sowas nichts zu tun haben. Ich will nicht wissen, was dein Vater dazu sagt, Gülo, oder dein großer Bruder, wenn er diese ganzen Livestream-Ausschnitte sieht auf TikTok. Meinst du, der ist stolz auf dich? Lan, du kannst 20.000, 30.000 Euro im Monat verdienen. Junge, würde meine Tochter sowas machen, ne? 3 Backpfeifen. Deswegen sage ich euch, passt auf, was eure Kinder konsumieren. Passt auf, was eure Kinder sich da anschauen. Wir wollen doch alle keine Kinder wie Gülo, oder? Oh, Osman. Nein, ich gehe mit Sarita nicht live. Das ist gegenüber Gülo nicht fair. Gülo ist meine Sis. Mach ich nicht. Gülo ist meine Sis, Alter. Sis einfach. Sis. For you everything, baby.
Dann, du kennst sie seit 1,5 Wochen, was für For You Sis. Lang, vor 2 Wochen hast du noch mit Sarah Sarita geschrieben. Das wissen ja die meisten Leute nicht, ne? Sie hatte sich mit Sarah Sarita connected. Aber da sie ja jetzt mit Gülü einen besseren Kontakt hat, hat sie Sarah Sarita im Stich gelassen. Normal, ne? Da, wo mehr Zuschauer am Start sind, da geht die auch hin. Aber Sarah Sarita, du bist auch selbst schuld, du hast es auch gar nicht anders verdient, so, ne? Ich sag euch ehrlich, diese TikToker, Livestreamer, die so nach Spenden betteln, das ist einfach das neue Hartz IV. Ich sag euch ehrlich. Du machst dir Janko. Auf gar keinen Fall, wer ist er bitte? Der hat nicht mal meinen Arsch verdient. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Du wolltest nachts mit mir Auto fahren. Ich hab nicht deinen Arsch verdient. Nein, ich will nicht mal dein Gött. Welchen Gött überhaupt, Amenakoyim? Du siehst aus wie Scream 2, dieser eine Amenakoyim. Laberst du? Laber mich nicht voll. Ich hab euch doch erzählt, dass sie damals in einem Label war von einem Kollegen und dadurch man sich gegenseitig gefolgt hat. Da war sie aber noch nicht auf TikTok vertreten und hat auch nicht diese ganzen Absturzvideos gedreht. Ja, nee, man hat wirklich nur Bilder von ihr gesehen, ganz normale Bilder. Da sah sie eigentlich noch ganz normal aus. Was heißt normal, Amenakoyim? Da hat sie trotzdem FaceApp seine Mutter genommen, ne? Aber egal. Guck mal, was sie mich fragt. Wo ist unser Late-Night-Drive? Geh weiter Bus und Bahn fahren, Lan. Was laberst du? Laber mich nicht voll, Lan. Ich kauf die höchste Zugticket. Kannst nach Hause fahren. Denkst du, ich lass dich in mein Auto rein? Schau mal meine Kollegen, wie pingelig ich bin. Wallah, nicht jeder darf in mein Auto sitzen. Weil ich einfach pingelig bin, Bruder. Und ich liebe mein Auto über alles. Wenn eine Frau wie Shelly mein Auto sitzt, Bruder, soll Shaitan diese Dose in mein Gött stecken, Alter. Also Kanyabi schon, oder was? Der ist wenigstens noch korrekt, ich schwöre. Ja, okay, dann machen wir bei Lejanko. Okay, da machst du eine Liebeserklärung an Mariam. Okay, sie meint hier auf jeden Fall, dass Kanye wie korrekt ist. Ich glaube ja auch, dass er korrekt ist. Ich sag ja nichts. Aber warum sagt sie das wohl? Warum ist er wohl korrekt? Weil er dich eigentlich auseinandernehmen könnte, aber es nicht getan hat. Da kannst du auf jeden Fall sehr, sehr froh sein, Shelly. Deswegen ist er korrekt, ne? Aber das, was du gemacht hast, ist nicht korrekt, Shelly. Du Handy-Diebin. Aber egal, dazu kommen wir ja vielleicht noch irgendwann. Denk nicht, dass wir nichts mitbekommen. Die Welt ist sehr, sehr klein, Shelly. Wen haben wir denn da? Ach, wen haben wir denn da? Shelly, Alter, was los? Hast du dich noch gestern Ansagen am Rapper verteilt? Die irgendwelche polarisierende Songtexte benutzen? Was ist los? Wie kann das, dass du bei Rapper ein Musikvideo mitmachst? Ja, nee, international habe ich ja schon verstanden. Aber Deutschrapper? Ich dachte, jeder Deutschrapper ist angeblich frauenfeindlich und so. Shelly, was los? Das kam aus deinem Mund. Aber bei denen kannst du ja alle mitmachen, ne? Natürlich 18 Karat, krasser Rapper. Der Song ist doch Bombe, Bruder, ne? Ich feier 18 Karat seine Songs unnormal, so brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber Shelly, was waren das für Sätze von dir? Also Shelly, du kannst nicht sagen, das bist du zu 1.000.000%. Aber läuft auf jeden Fall bei dir, Shelly, ja? Ich wusste gar nicht, dass du krass bist, Alter. Shelly, heftig, Alter. Ich glaube, er wird 18 Karat wissen, was für ein Vibe du bist. Er wird dich nie im Leben ein Musikvideo lassen. Aber da war es ja noch nicht bekannt. Da hast du immer noch versucht, irgendwie Musik zu machen. Mit deinen Fake-Followern auf Instagram. Und Shelly mit deinem Fake-Shine. Was los? Ram, habt ihr gesehen? Sie wirft einfach mit Schein von irgendwelchen anderen Männern. Sehr, sehr stark, Shelly, auf jeden Fall. Hast noch nie so viele Scheine auf einmal gesehen, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du mal einen richtigen Mann abbekommst, Shelly. Wallah, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich will nicht groß reden oder so, ne? Am Ende, aber nach beim nächsten Monat, die heiratet einfach. Nein, aber ich glaube, nie im Leben wird sie einen Mann bekommen, der sie wirklich wertschätzt, der sie wirklich auch wie eine richtige Frau behandelt. Nie im Leben, Bruder. Das ist dann höchstens irgend so ein Onkel am Menakoi mit halbglatt so einem fetten Bierbauch. Bruder, weißt du, was ich meine? So anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ne, wie kann man denn sowas ernst nehmen? Hand aufs Herz. Die alle so ein Palaber, wenn Frauen hohe Anforderungen haben. Ich meine, wir wollen einen Mann, der weiß, was er will. Wir wollen einen Mann, der auf beiden Beinen steht. Einen Mann, der uns was beten kann. Okay, du Exorzismus, aber was hast du uns denn zu bieten? Kleine Gegenfrage an die Männer. Ihr wollt doch auch eine Frau, die weiß, was sie will, oder? Eine Frau, die auf beiden Beinen steht, ihr eigenes Geld verdient. Oder wollt ihr, dass sie von euch schnort? Ihr wollt auch eine Frau, die Geld macht. Eine Frau, die Sport machen geht. Eine Frau, die einen fetten Gött hat. Das hast du aber auch nicht. Du hast auch keinen fetten Gött. Also ich sag dir ehrlich, ich möchte einfach nur eine Frau haben, die ein Mensch ist. Ganz einfach. Die auf jeden Fall nicht so ist wie du. Und das wünscht sich, glaube ich, jeder Mann, der ein bisschen Grips hat. Einfach nur eine Frau, die ein Mensch ist. Die einen gesunden Menschenverstand hat. Nicht so drauf ist wie du. Das sollte reichen mittlerweile. Und der Rest mit Geld machen und was auch immer, das kann man immer noch in Zukunft machen. Weißt du, was ich meine? In deinen Augen ist Priorität Nummer 1 Geld. Du ziehst sogar Geld vor deine Familie. Das zeigt sich ja auch alles in deinen TikTok-Livestreams. Mach dir mal Gedanken. Eine Frau, die dem Schönheitsideal von Instagram entspricht. Dann heult ihr alle rum, wenn wir einen Mann wollen, der weiß, was er will und Geld hat. Warum seid ihr so peinlich? Wir haben dieselben Anforderungen, Baby. Erfüll einfach deine. Wenn du sie halt nicht erfüllst, bist du halt nicht auf meinem Niveau. That's it. Weißt du, was das Traurige ist, Shelly? Du erfüllst deine eigenen Anforderungen nicht. Das ist ja das Traurige. Du redest davon von Geld machen, schicken Benz fahren, fetten Gött haben, mit beiden Beinen im Leben stehen. Das ist ja auch alles nicht. Du hast auch keine Ausbildung, du hast nichts. Das ist meiner Meinung nach noch nicht mal wichtig. Wichtig ist für mich einfach nur, dass diese Frau ein korrekter Mensch ist. Einfach ein Mensch ist, wo ich weiß, ey, sie steht zu 1000% hinter mir. Ob ich Geld habe, ob ich arm bin, ob ich hübsch bin, ob ich hässlich bin. Hauptsache, sie steht hinter mir. Und sie liebt mich einfach als Mensch. Punkt. Wallah, denkst du wirklich, wir Männer sind geil darauf, unbedingt eine
eine Megan Fox abzukriegen oder was? Bruder, hör mal auf. Mal die Frau, die ich später heirate, sollte auch für mich attraktiv sein, alles schon gut. Aber die muss jetzt keinen fetten Gött haben und sich schminken wie bei diesen ganzen Instagram-Models. Nein, muss nicht. Wenn sie menschlich korrekt ist, wenn sie einfach Herz hat, das sollte reichen mittlerweile. Das Problem ist, du redest hier gerade über Sachen, Shelly, die du selbst nicht hast. Was hast du den Männern zu bieten? Ja, Leute, was soll ich euch noch dazu sagen, ne? Shelly ist auf jeden Fall on fire. Und Shelly, wenn du jetzt wirklich meinst, dass dieses Screenshot oder so gelogen war, lass mich nicht Sprachnotizen von dir abspielen. Okay? Wir sehen uns. Ja, stimmt, Le Gianco hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.